Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich melde mich heute aus dem mecklenburgischen Lübtin. Wir sitzen hier im Garten des Anwesens von Udo Pasteurs, der die NPD im September zum dritten Mal in den Schweriner Landtag führen möchte. Lieber Herr Pasteurs, ich bedanke mich herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Sommerinterview. Tja, und ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und begrüße Sie herzlich hier auch im Namen meiner Frau. Steigen wir gleich mit einer aktuellen Frage ein. Die Briten haben beschlossen, aus der EU auszusteigen. Was bedeutet das für Deutschland? Das hat Signalwirkung, weil wir als Nationaldemokraten schon über viele Jahrzehnte genau das auch für Deutschland fordern. Die Briten haben erkannt, dass die Diktatur der EU auf lange Sicht für diese Nation mehr Negatives als Positives gebracht hat. Und ich denke, das kann auch für uns ein Signal sein zu einem Aufbruch, zu einer Offensive, auch die Souveränität und die Freiheit unserer Nation einzufordern. Warum bedarf es Ihrer Ansicht nach auch in den kommenden 5 Jahren einer NPD im Mecklenburgischen Landtag? Ja, das ist offenkundig hier in diesem Land, wo die Parteien in den 10 Jahren, wo wir im Landtag sind, eindeutig bewiesen haben und der Wähler und die Wählerinnen haben das auch erkannt, dass sie alle die gleichen ungeeigneten Instrumente versucht haben, in Politik umzusetzen, um das Land wirklich nach vorne zu bringen und vor allen Dingen den ganz normalen Mecklenburger und Pommer nach vorne zu bringen, wirtschaftlich wie sozial, aber auch kulturell. Und deswegen sind wir in der Wahrnehmung bei den Menschen sehr, sehr hoch angesiedelt. Wir sprechen nicht nur im Landtag die Probleme des Landes und der Menschen an, sondern ganz besonders auch durch unsere Kampagnen auf der Straße und durch unsere Aufklärungsschriften, die wir jetzt über ein Jahrzehnt mit sehr großem Erfolg zur Aufklärung der Menschen hier im Lande auch an den Mann und an die Frau bringen. Ja, die letzten Umfragen haben für die NPD ein Ergebnis von 4% vorausgesagt, was schon sehr nah an der magischen 5%-Hürde ist. Was wollen Sie und Ihre Mannschaft unternehmen, um auf der Zielgeraden die letzten Meter aufzuholen? Die NPD ist eine Partei, die zeigt oder gezeigt hat, dass sie kämpfen kann. 4% sind ein sehr, sehr guter Wert. Das ist der beste Wert, den wir hier in Mecklenburg jemals hatten vor einer Landtagswahl. Und diese 1%-Geschichte, da bin ich gar nicht so unglücklich, dass das nicht jetzt schon eine Prognose von 5 oder 6 oder 6,5% sind. Denn unsere Stammwählerschaft und unsere Wähler, die brauchen so ein bisschen auch das Gefühl, wir müssen unbedingt zur Wahl gehen, damit unsere NPD, damit eine nationale, starke Opposition im Schweriner Landtag vertreten bleibt. Und insofern sind das ganz hervorragende Voraussetzungen für uns. Was werden wir tun, damit das dann auch funktioniert? Wir werden genauso authentisch die Wahrheit sagen, wie wir das in den letzten 10 Jahren und auch davor schon getan haben. Und wir werden ganz klar nochmal den Unterschied herausarbeiten zwischen den Einheitsparteien, zwischen den Asylantenparteien, wie ich sie nenne, von SPD über Linke bis Grüne. Und da ist die Alternative eben nicht eine andere Partei zu wählen, die jetzt auch sich bewirbt, so rechtskonservativ, sondern da ist es doch ganz klar für die Menschen hier im Land, dass sie das Original nehmen. Und das sind die Nationaldemokraten, das ist die NPD. Kritiker vermuten natürlich, dass bei möglicherweise sehr knappen Ergebnissen in den Wahllokalen nachgeholfen wird, um eine missliebige politische Kraft zu verhindern. Was kann man dagegen tun? Na, zunächst muss man mal feststellen, dass hier in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, Wahlbetrug schon aktenkundig ist. Hier in diesem Land werden Wahlen manipuliert. Das ist gerichtsnotorisch. Und wir sagen, dass die Menschen, die eine korrekte Stimmenauszählung wünschen, abends in die Wahllokale gehen, nach Schließung sofort hineingehen und ihre Bürgerpflicht wahrnehmen, nämlich zu kontrollieren, wie viele Stimmen versucht man wegzumanipulieren. Da muss man eben den Etablierten auf die Finger klopfen.
und denen sagen, also das ist ganz klar noch eine NPD-Stimme und das ist eine NPD-Stimme und das ist eine Stimme, die auch eindeutig den Willen des Wählers dokumentiert, auch wenn das Kreuz hier nicht ganz genau in der Mitte des Kreises gemacht wurde, dass da keine Stimmen verloren gehen. Das haben wir in den vergangenen Wahlen so gehandhabt und das werden wir auch in dieser, bei dieser Wahl ganz genauso handhaben. Auch wenn Sie in einem Interview mit der Deutschen Stimme die AfD nicht als direkte Konkurrenz zur NPD bezeichnen, sprechen Wahlanalysen doch von Überschneidungen bei den beiden Wählermilieus. Warum sollten geneigte patriotische Wähler lieber die NPD wählen? Weil wir die ehrlichere Kraft sind und weil bei uns die Wähler ganz genau wissen, aus einer Kontinuität heraus, aus einer zuverlässigen politischen Auffassung heraus, dass wir nämlich ganz genau uns nicht verändern, nichts in Frage stellen, was wir einmal als richtig erkannt haben, so lange, bis man uns das Gegenteil beweist. Und bei der AfD weiß man nicht, was man kauft. Die AfD ist zutiefst zerstritten. Die AfD ist eine nationalliberale Partei mit FDP-Anstrich. Die AfD will den Mindestlohn abschaffen. Die AfD hat Vorstellungen von Ehe und Familie, die sich mit unseren Positionen nicht deckt. Die AfD hat eine Position zur Einwanderungspolitik, die nur vordergründig weniger Einwanderung will. Aber die reden davon, dass man ein Einwanderungsland ist, man müsste sich nur die richtigen Menschen heraussuchen. All das finden sie bei uns nicht, sondern wir haben klare, ehrliche Angebote zu machen. Und wer die Stimme der NPD gibt, der gibt einer unerschrockenen Opposition die Stimme und keiner neuen Partei, die in einem Art politischem Labor nur mit sich selbst beschäftigt ist, wo man denn hin will. Das ist der Grund und das werden die Wähler auch machen. Ich sage immer, machen Sie das Kreuz und Sie können sich darauf verlassen, dass wir die Politik umsetzen, die Sie haben wollen. Könnte es am Ende sogar möglich sein, dass im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Platz für zwei Parteien rechts der Union ist? Oder gilt auch da das Prinzip, es kann nur eine Partei geben? Nein, es ist sogar sehr realistisch, dass wir hier in Mecklenburg und Pommern ein Novum haben, nämlich dass die NPD mit 7% oder 8% oder 6,5%, das ist absolut realistisch, in den Landtag kommt und dann komplementär zur NPD dann wir mit einer AfD konfrontiert werden und dann werden wir nämlich die Nagelprobe machen. Dann wird die NPD die AfD überprüfen, ob sie politisch ein Schwergewicht ist oder ob es nur eine Sumpfblüte ist, wie, ich möchte mal sagen, wie die Piratenpartei. Ja, ich sage der AfD keine lange Zukunft voraus, weil sich da Menschen finden, die rein ökonomische Interessen haben und die Bundesrepublik Deutschland als Wirtschaftsunternehmen sehen, das man fit machen soll. Wir hingegen sehen Deutschland als eine Kulturnation, als eine Abstammungsgemeinschaft. Und das trägt viel, viel mehr als nur Bilanzfragen und Euro ja oder nein. Selbstverständlich sind wir auch gegen den Euro und wollen raus aus der EU. Das ist selbstverständlich. Aber unsere politische, unser politischer Auftrag ist eben derjenige des Volkserhaltes auf der Grundlage deutscher Kultur und historisch gewachsener Strukturen in unserer Heimat. Ja, die NPD in Mecklenburg-Vorpommern setzt sich ja im Gegensatz zur AfD verstärkt für soziale Themen ein. Können Sie unseren Zuschauern ein paar Beispiele nennen? Ja, das kann ich. In Mecklenburg-Vorpommern, das muss man wissen, ist das Land mit dem höchsten Anteil an Langzeitarbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern. Wir haben hier ein strukturelles Problem, das die NPD in unzähligen Initiativen im Parlament angegangen ist. Mit konkreten Vorschlägen auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch das Anprangern der Verwerfungen, die durch die Hartz-IV-Gesetzgebung entstanden ist. Da haben wir unseren Landtagsabgeordneten, Herrn Rechtsanwalt Andrijewski, der ein Spezialist in den Fragen von Hartz-IV und den sozialen Problemen, die dadurch entstanden sind, das auch ganz deutlich für die Wählerinnen und Wähler nach außen trägt. Und das wird auch ein Schwerpunkt bleiben. Die soziale Frage ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht geklärt. Und die, wie ich sie nenne, Arbeiter-Verräter-Partei, die SPD mit den Grünen zusammen, haben dieses ins Benehmen gesetzt und damit große Teile der deutschen Bevölkerung sozial enteignet. Worauf fokussieren Sie sich darüber hinaus?
Für uns ist ganz wichtig, dass wir die klare Botschaft senden, dass es schon ein Anachronismus ist, dass wir über Jahrzehnte hören, auch hier in Mecklenburg und Pommern, von den Regierenden, dass kein Geld da sei für Initiativen im Bereich der Familienförderung, über das hinaus, was bis jetzt getan wird. Und es ist schon ein Versäumnis, das einer verbrecherischen politischen Handlung gleichkommt, wenn man dann über Nacht Milliarden zur Verfügung hat und auftreibt und druckt und irgendwo herausholt, um Fremde, die zu Hunderttausenden und Millionen in unser Land strömen, hervorragend finanziell und sozial auszustatten. Das ist eine gezielte Benachteiligung der einheimischen Bevölkerung. Das wird ein Schwerpunkt sein während der gesamten Legislaturperiode, die wir dann im Landtag für unsere Menschen kämpfen wollen. Und das wird auch im Wahlkampf ein großer, großer Schwerpunkt sein. Alternativ natürlich dazu die konkreten Probleme der kleinen und mittelständischen Wirtschaft, die hier in Mecklenburg sehr, sehr groß sind. Wir haben gerade hier einen Riesenskandal mit Schiebung und wahrscheinlich auch Korruption, Versäumnissen, wo das Land weit über 200 Millionen Euro verloren gegangen durch Missmanagement in den Werften, bei den Werften, aber auch durch absolute Versäumnisse, vielleicht sogar vorsätzliche Manipulation durch die Landesregierung vor der letzten Wahl, weil man sich offensichtlich politisch entschieden hatte, vor den Wahlen die Werften nicht in Konkurs gehen zu lassen, sondern künstlich am Leben zu erhalten, durch den tiefen Griff in die Steuerkasse zum Nachteil der arbeitenden Bevölkerung in Mecklenburg und zum Nachteil der arbeitenden Menschen auf den Werften. Was haben Sie in den letzten 10 Jahren Landtagsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern erreicht? Das ist so viel, dass das den Rahmen dieses Gespräches sprengen würde, weil auch die kleinen guten Taten sind, die etwas verändert haben. Deswegen will ich mich konzentrieren auf wesentliche, etwas größere und auch bei den Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern doch noch sehr stark in Erinnerung wahrscheinlich sind, auf wenige Leistungen unserer Fraktion hinweisen. Zunächst einmal sind wir die erstmal etwas wagen, etwas anzusprechen, was die anderen als gar nicht existent unter den Teppich kehren wollen. Als da sind die prekäre Situation vieler Familien, wenig Geld, totale Überforderung im Bereich der Möglichkeit, ihren Kindern Teilhabe zuteil werden zu lassen, weil der Staat sich ganz einfach da rausgezogen hat. Das haben wir mit großem Erfolg propagiert, sodass auch im Landtag sich die Regierenden gezwungen sahen, hier eine gewisse Nachsteuerung zu machen, weil sie uns dieses Argument wegnehmen wollten, der Vernachlässigung der eigenen Bevölkerung im Bildungsbereich, das Schließen der Schulen in der Fläche, geschieht auch jetzt noch, wenngleich wir dieses Thema immer wieder beackern und dadurch die Regierenden zumindest etwas vorsichtiger sind mit Radikalschnitten. Großer Erfolg. Die Verhinderung des Tage-Braunkohlenabbaus hier in dieser Region, hier in Lübtheen, um Lübtheen herum, haben wir angestoßen, haben wir thematisiert. Ich bin Mitgründer der Bürgerinitiative Braunkohle Nein, wir wollen das hier nicht. Und da, wo die NPD ein Thema auffasst, werden die anderen geweckt. Wir haben auch eine Weckfunktion. Und die funktioniert. Die funktioniert auf Gemeindeebene und die funktioniert auf Landesebene hier in Mecklenburg sehr, sehr gut. Und darauf kann meine Fraktion und auch die NPD als Bundespartei stolz sein. Ja, neben der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die Entscheidung über ein Verbot der NPD in Karlsruhe natürlich ein sehr wichtiges Ereignis in diesem Jahr. Konkret gefragt, wird es die NPD auch weiterhin geben? Ich glaube, das Verfahren ist beendet. Deswegen wird es auch nicht mehr thematisiert, weder von uns noch von den Schreiern im Landtag. Wir haben hier einen CDU-Innenminister, der mir so alle 8
bis 12 Wochen auf meine Frage nach, Herr Caffier, wie sieht es denn mit dem NPD-Verbot aus, den Daumen zeigte, es liefe sehr, sehr gut. Nun, die Tatsachen sehen anders aus, wenn Sie unseren Prozessbevollmächtigten Herrn Peter Richter hören und wenn Sie Herrn Andrijewski hören, unseren Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneten, wie die Richter in Karlsruhe auf diese Märchenstunde reagiert haben, dann ist das eindeutig. Es wird gar kein Verbot möglich sein, weil diese Partei genau das tut, was das Grundgesetz nämlich ihm vorschreibt. Wir wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Und das tun die anderen Parteien nicht. Sie dominieren und schreiben vor und sind diktatorisch und sind apodiktisch in ihren ganzen Formulierungen und in all dem, was sie tun. Und auch der Zwang, den sie indirekt ausüben, dass ja keiner sich mit uns ins Benehmen setzen soll, weil wir ja eine radikale politische Auffassung hätten. Dem kann ich nur gegenüber stellen, ja natürlich sind wir eine radikal politische Kraft, weil eine Veränderung funktioniert nur dann, wenn die politische Gegenkraft mindestens so radikal ist wie das Unrecht, was von den anderen Parteien den Menschen in unserem Land angetan werden. Und das hat das Bundesverfassungsgericht sehr wahrscheinlich erkannt und deswegen wird es kein Verbot geben. Das klingt doch sehr optimistisch. Wie kann man den Wahlkampf hier in Mecklenburg-Vorpommern konkret unterstützen? Zunächst einmal, dass man zur Wahl geht. Und dazu rufe ich auch auf. Protest im Bauch ist das Signal. Aber entscheidend ist die Tat. Deswegen rufe ich auch die Nichtwähler auf, die zu Tausenden unsere Politik für richtig und notwendig halten. Nur wir können die Not nur wenden, wenn wir auch die Legitimation vom Wähler bekommen. Deswegen rein in die Wahllokale, Kreuzchen machen bei der NPD und dann uns in 5 Jahren zur Rechenschaft ziehen, was wir getan haben. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wer darüber hinaus mitkämpfen will, der soll sich ganz einfach bei uns melden. Denn es sind viele hunderte Leute, die freiwillig für uns Aufklärungsarbeit machen, Prospekte, Informationsmaterial verbreiten, etc. etc. Das ist eine ganz moderne Art, wie wir Wahlkampf führen, die ohne weiteres es möglich macht, dass auch nicht so 100% engagierte, politisch interessierte Leute uns helfen können, damit wir weiterkommen. Denn wenn wir weiterkommen, gibt es die Chance, dass die Menschen in diesem Land weiterkommen. Und darum geht es uns. Dann wünsche ich viel Erfolg für den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern und drücke natürlich ganz felsenfest die Daumen. Ja, ich danke auch für Ihren Besuch und wünsche Ihnen für Ihre so wichtige Arbeit, für die Zukunft auch natürlich alles Gute. Dankeschön. Wer den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern aktiv unterstützen möchte, kann dies unter der eingeblendeten Adresse beim Landesverband tun. Weitere Aussagen von Udo Pasteurs und Berichte vom Wahlkampf können Sie in der aktuellen Juli-Ausgabe der Deutschen Stimme lesen. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie dies mit einem Abo der Deutschen Stimme tun oder Sie lassen uns eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen. Ich verabschiede mich ganz herzlich für heute aus Lübtin. Bleiben Sie uns treu, Ihre Emma Stapel.